Trinity, der Heal-Support in Warframe schlechthin. Wenn es in Missionen ein wenig knackiger zugeht, wie zum Beispiel den Tridalons jagen, ist man froh, einen guten Heiler an seiner Seite zu haben. Gerade für Spieler, die sich eher in der Support-Rolle sehen, ein Wahnsinns-Warframe. Neben der Wiederherstellung von HP kann Trinity uns mit einem gigantischen Schwall Energie versorgen und eingehenden Schaden um einiges reduzieren. Möchtet ihr Trinity euer eigen nennen, müsst ihr die Mission Hades auf Pluto aufsuchen und dem Boss Ambulas ordentlich in den Hintern treten. Die Blaupause erhaltet ihr im Markt gegen eine kleine Spende von gerade mal 25.000 Credits. Gehört ihr eher zu der ungeduldigen Sorte und habt gar keinen Bock auf das Gefarme, müsst ihr mal eben 225 Platin auf die Theke knallen. Trinity hat nun schon fast 8 Jahre auf dem Buckel und besitzt somit auch eine Prime-Variante. Bei älteren Prime-Frames kann es natürlich auch sein, dass diese sich im Vault befinden und die Relikte gerade nicht farmbar sind. Wie es der Zufall aber so will, ist beim Erscheinen dieses Videos Trinity für einige Zeit nicht mehr gevaultet und ihr könnt die Relikte farmen. Sind Frames aus dem Prime-Vault zurück, könnt ihr euch auch das komplette Paket inklusive Waffen und den kosmetischen Krimskrams für ein paar Euronen sichern. Die benötigten Ära-Relikte für Trinity Prime blende ich euch gerade im Hintergrund ein. Habt ihr allerdings ein wenig Platin über und euch sind die Euro dafür eigentlich viel zu schade, werft auf jeden Fall mal einen Blick in den Handelschannel oder auf Warframe Market. Hier könnt ihr Trinity ab und an echt günstig schießen. Link zu Warframe Market findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung. Ihre Passive deutet mehr als nur ein klein wenig darauf hin, auf welche Rolle Trinity ausgelegt ist. Ihr belebt Verbündete 25% schneller und aus 50% größerer Entfernung wieder. Mit ihrer ersten Fähigkeit Quell des Lebens fixiert ihr Feinde und lasst sie handlungsunfähig in der Luft schweben. Werden diese nun von euch oder Gruppenmitgliedern beschossen, erhalten diese HP zurück. Nicht nur der Heal ist schon extrem nice, zudem ist es auch noch ein klasse CC-Effekt, um nervende Gegner mal schnell aus dem Spiel zu nehmen. Mit Fluss des Lebens, dem Augment für diese Fähigkeit, lassen Feinde, die unter Einfluss der Attacke stehen, bei ihrem Tod 4 Gesundheitskugeln fallen und haben noch zusätzlich eine Chance von 25% Energiekugeln fallen zu lassen. Wendet ihr Energievampir ihre zweite Fähigkeit auf das Ziel an, wird dieses zu einer wahren Energieschleuder für euch und Gruppenmitglieder. Unter Einfluss von Energievampir gehen regelmäßig Impulse des Feindes aus, die euch mit Energie versorgen. Wie häufig diese Impulse einsetzen, hängt von eurer Fähigkeitsdauer ab. Niedrige Dauer ist gleich schnellere Impulse, hohe Dauer macht langsame Impulse. Wieso das wichtig ist, erfahrt ihr nachher noch im Bild. Schalten wir den Gegner unter Einfluss dieser Fähigkeit aus, werden umgehend die verbleibenden Impulse direkt ausgesendet und ihr erhaltet einen dicken, fetten Batzen an Energie. Ein wenig Schaden verursacht die Fähigkeit zwar auch, die aber in den höheren Level-Missionen nicht mehr so nennenswert ist. Das Augment für die Attacke Vampiregel ist einfach nur der schiere Wahnsinn. Ist unsere Energie aufs Maximum gefüllt, wird überschüssige Energie auf unsere Schilde geleitet und füllt die zu 150% wieder auf. Hiermit erzeugen wir auch Overschilde und lassen uns und die Gruppe um einiges tankiger werden. Dieses Augment kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, einfach nur der Hammer. Aber selbst ohne Augment eine saustarke Fähigkeit im Gruppenspiel. Ein Heiler, der verdammt wenig Schaden frisst, wäre doch ein wahres Träumchen und yay, Trinity lässt hier Träume wahr werden. Aktiviert ihr die Fähigkeit Link, wird der Schaden, den ihr leidet, auf 3 Gegner, mit denen ihr verbunden seid, weitergeleitet. Seid ihr verbunden, reduziert ihr den eingehenden Schaden um 75% und leitet diesen zu 100% weiter, inklusive der Statuseffekte, die wir erlitten hätten. Leider können wir das Maximum von 3 Gegnern nicht mit Mods beeinflussen, dafür aber Reichweite und Dauer. Der Link wird immer auf Feinde, die sich am nächsten zu euch befinden, geworfen. Noch ein riesiger Pluspunkt dieser Fähigkeit, wir sind immun gegen Umwerfen. Mit dämpfende Verbindung, das Augment dieser Attacke, reduzieren wir den Rüstwert verbundener Ziele um 45%. Gar nicht mal so schlecht, wenn es gegen dick gepanzerte Rhaenyra geht. Die Fähigkeiten reichen euch bisher nicht, um eure Verbündeten am Leben zu halten? Für Trinity kein Thema, denn mit Segen stellt ihr HP sowie Schilde komplett wieder her und versieht euch und die Mitspieler noch mit einem dicken, schadensreduzierenden Buff. Wer jetzt meint, hey, mit Reichweite kann ich den Radius bestimmt fett strecken, zonk, leider falsch. Der Radius richtet sich nach der Reichweite, in den Erfahrungspunkte geteilt werden. Das sollte in etwa 75 Metern entsprechen. Im Regelfall aber nicht euer Problem, denn wer vom Heiler wegrennt, kann nicht erwarten, dass wir ihm hinterherflitzen. Ich meine, der Knochen kommt ja auch schließlich nicht zum Hund.
Der schadensreduzierende Buff kann ein Maximum von 75% erreichen. 75% weniger einkommender Schaden sind schon eine mordsmäßige Ansage. Das Schöne an dieser Fähigkeit, ihr könnt diese eigentlich ohne Ende spammen und eure Gruppe sowie euch selbst mit massivst viel Overheal versorgen. Mit Segen heilt ihr im Übrigen auch verbündete Agenten, die wir schon so oft in den Syndikatsmissionen befreit haben. Und auch Objekte, die es zu verteidigen gilt, werden geheilt. Lecke mich fett, eine verdammt geile Fähigkeit. Aber genug geschwärmt, schauen wir uns mal meine Spielweise mit Trinity an. Quell des Lebens nutze ich eigentlich verdammt selten, da ich mit Segen definitiv den besseren Effekt erhalte. Die erste Fähigkeit stellt ja, also in Anführungszeichen, nur Leben wieder her, während Segen neben HP auch Schilde wiederherstellt und uns ja mit dem schadensreduzierenden Buff ausstattet. Energievampir solltet ihr am Dauerlaufen halten. Ihr generiert gefühlt unendlich Energie, nicht nur klasse für euch und die anderen Frames, sondern mit dem Augment werdet ihr dank Overschilde auch noch verflucht tanky. Und apropos tanky, Link habe ich auch immer aktiv. Schadensreduktion kann man im Warframe wohl nie genug haben. Segen feuere ich immer dann raus, wenn der Buff am Ablaufen ist oder ein Mitglied gleich zu Boden geht. Hier braucht es zu Anfang eventuell ein klein wenig Übung, aber man kommt verdammt schnell rein. Wem das noch zu unsicher ist, der kann Segen auch auf Dauerfeuer halten, sofern der Energievampir natürlich nicht vergessen wird. Sonst steht ihr nämlich ruckzuck ohne Energie da. Zwei Builds habe ich euch für Trinity mitgebracht. Der eine richtet sich auf verdammt schnelle Energiegewinnung, während der andere sich fast vollständig auf den Buff von Segen konzentriert. Schauen wir uns zuerst den Build für die schnelle Energiegewinnung an. Im Aura-Slot habe ich mich für Erholung entschieden. Ich meine, wir sind ja schließlich Supporter bzw. Heiler und versorgen so die Gruppe ständig mit ein wenig HP. Ätzende Projektion oder eine waffenbuffende Aura sind ja auch nicht verkehrt, je nachdem, wie viel Heilung ihr rausdrücken könnt. Im Exlus-Slot kraftvolle Drift, um so auf genug Stärke zu kommen, um den Buff von Segen auf das Maximum von 75% zu kloppen. Für den hohen Energiepool Prime Fluss. Flüchtige Stärke für den Malus auf Dauer und mehr Stärke, damit wir mit kraftvolle Drift eben auf die gerade schon erwähnten 75% kommen. Wozu aber der Malus auf Dauer? Je weniger Dauer unsere Trini hat, umso schneller gehen die Impulse von Energievampir aus und genau darum geht es ja in diesem Bild. Flüchtige Expertise, um die Dauer nochmals zu senken und unsere Fähigkeitseffizienz zu steigern. In diesem Bild schmeißen wir nur so mit Energie um uns. Deshalb sollte das Augment Vampiregel unbedingt verbaut werden. Denn so wird überschüssige Energie auf eure Schilde geknallt und wir generieren Overschilde. Adaptation, damit wir nach dem ersten Anhusten hochstufiger Gegner nicht direkt im Dreck liegen. Stromlinie für weitere Energieeffizienz. Naturtalent, um die Castzeit unserer Attacken zu reduzieren, denn in diesem Bild sollte alles etwas flotter gehen. Vor allem das Spam von Energievampir und Segen. Vitalität, wer hätte es gedacht, für einen erhöhten HP-Pool. Wundert euch bei diesem Bild aber bitte nicht, wieso die anderen Fähigkeiten kaum genutzt werden. Ihr spielt hier wirklich nur mit Energievampir zwecks Energie und Overschilde und Segen, um die Gruppe zwischendurch mal zu heilen. Auf den Buff von Segen verzichten wir hier leider, aber dafür haben wir ja genügend Overschilde. Der zweite Build richtet sich fast ausschließlich auf den Buff von Segen und natürlich auch wieder auf Overschilde durch das Augment Vampiregel. Wie auch schon im anderen Bild als Aura Erholung und kraftvolle Drift im Exilus-Slot. Hier setzen wir auch wieder auf Prime Fluss für den hohen Energiepool, um die Fähigkeiten fleißig spammen zu können. Primed Kontinuität, um die Dauer von Link und Segen zu erhöhen. Vampiregel für das Generieren von Overschilden. Die Umbra-Mods Verstärkung und Vitalität für mehr HP und zusätzliche Stärke, um auf das Maximum von 75% des Segensbuffs zu kommen. Adaptation für mehr Resistenzen, um so länger zu stehen. Konstitution und Orga-Nachricht für nochmals zusätzliche Fähigkeitsdauer. In beiden Builds habe ich die Arcanas Anmut und Beschützer installiert. So bekommen wir in kritischen Situationen nochmals zusätzlich Heilung und ordentlich Rüstung hinzu. Segen, Link und Energievampir sind in diesem Build eure primären Fähigkeiten. Segen wegen des unheimlich starken Buffs, Link für zusätzliche Schadensreduktion und Energievampir für die Energie- und Overschilde. Overschilde generieren wir hier aber nur viel, wenn wir die markierten Feinde auch direkt in Grund und Boden dreschen, da die Impulse in diesem Build echt lange auf sich warten lassen. Probiert einfach mal beide Builds aus, welches euch besser gefällt. Oder spielt ihr eure Trini denn komplett anders? Dann auf in die Kommentare mit euch. Trinity, ein Wahnsinnsheiler unter unseren aktuellen Frames. Old but good.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche gute Drops und bis zum nächsten Mal.